Ja, moin, moin Leute, oder halt einfach herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Flix is Online. Ja, zuletzt habe ich mir die Regenbogenhosen geholt. Endlich, ihr seht, ich habe sie an. Also deswegen den Schuhen, das kann ich an einem Mal regeln. Also, ich habe mir gedacht, ich arbeite ein bisschen hier an meinen XP-Levels und so. Ja, wie auch immer man es nennt. Ja, und jetzt bin ich hier bei der Alex. Ich bin hier direkt vor meinem neuen Heimatstall, muss ich sagen, ist noch praktisch. Na dann, Alex, was hast du Schönes für uns? Hör mal, wenn du nach Silverglade Village gehst, egal was du machst, komm diesem Mann nicht zu nah. Er ist gefährlich, okay? Ich will jetzt nicht wie deine Mutter klingen oder so, aber ich kann nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Wir brauchen dich hier, mach ja. Okay, also sie will nicht wie meine Mutter klingen, tut sie aber ein bisschen. Nimm dieses Fernglas, es ist ziemlich gut. Bleibe auf der anderen Seite des Platzes und beobachte damit das Postamt an. Das sind ein paar Kaffeetische, setze ich also hin. Möglicherweise musst du dort ein wenig warten, bevor er Sandman auftaucht. Nehme ich an. Lass uns hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Ja, Hose. Ja, Arbeiterhose. Finde ich gar nicht mal so toll. Also bei den Bewahrern von Aiden oder wie auch immer man das nennt. Ich habe da gerade den Überblick nicht so genau, was ausspricht. Ja. Das Video, die zwei Videos, die ihr heute seht, die sind noch von gestern. Also, und heute habe ich Dienstag. Also haben wir Dienstag, nicht nur ich, aber ja. Ich bin da schon ein paar Mal drauf zu sprechen gekommen. Aber Pakete mehr. Das ist ja an sich das eben einfach gedacht. Ja, ist einfach irgendwie zu billig. Weil 100. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe einfach immer in 100 im Kopf. Das reguläre Preis. Ich weiß auch nicht warum. Also, was weiß ich, wie viele Euros. Dafür 10.000 Starcoins ist eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen. Also ich habe mir das schon mal vorher im Doppelstar gesucht. 20.000 Starcoins, das war noch praktisch, muss ich sagen. Langsam langweilig. Ja, das mit den 10.000 Starcoins. Ja, ich denke, die haben sich einfach gedacht, dass es einfach zu billig ist. Und das mit Pferden weg. Klar. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ich sehe ihn, ganz klar. Er geht weiter. Okay, er geht zum Derek. Was machen wir jetzt? Okay, er geht durch. Das wäre der Arsch. Sorry für den Ausdruck. Und er verpisst sich. Okay, gleich verpisst er sich wieder. Aha, aha. Und verpisst. Da. Ja, klar. Er verpisst sich. Und ich habe mir da die Assassin Friends App runtergeladen. Noch eine praktische App für diejenigen, die sie noch nicht haben. Oder euch. Ja, ist halt wirklich extrem praktisch. Und da habe ich gesehen, dass ich da was Neues bekommen habe. Oder finde ich das gleich in meinem Inventar? Ich kann nämlich nicht. Nein, ich schaffe nicht. Hallo. Ja, ich hab's gewusst. Liebe Marianne, hier ist ein Item für dich. Das Team. Glücks, alles für mich. Warte, das ich mal hier ein bisschen weg, damit ich sehen kann. Ah, da. Ah, es ist doch die Jacke, die Anne schon blieben hat. Oder täusche ich mich? Steht hier
Ah, da. Ich sag ja, das muss ich sagen, gefällt mir weniger. Aber ich denke bald, dass ich auf jeden Antwort. Anne? Ach, wie Anne. Und jetzt reite ich mal zurück ins Silverglade Weingut. Und ich weiß, ich habe vorhin einen Umweg gemacht. So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht eine zu lange Folge. Habe ich nämlich jetzt auch nicht so einen Bock drauf. Da in die Richtung. Ah, ich habe gar keinen Umweg gemacht. Ich denke, ich reite danach wieder mal mit dem Spirit. Ah, da kann man auch noch Rennen machen. Super. Gut zu wissen. Ich muss sagen, 1200 Starcoins ist schon ein bisschen wenig. Kann man sich zwei Urpferde von kaufen. Ein teures Pferd. Danach nach zwei Wochen ein Pony. Und danach hat man noch 50 Starcoins. Oder ein bisschen mehr, so 100 vielleicht. Ich weiß auch nicht, wenn man bei einem Doppelstarcoins Wochenende kauft, kurz nach kommt dann 300. Nämlich dann sowas man abkriegt, aber ja. Beim Doppelstarcoins war wirklich praktischer. Ich habe 2400 bekommen. Wirklich besser, muss ich sagen. Wirklich besser. Davon konnte ich mir danach, den habe ich mir erst gekauft, das ist die Angel Blood, den Pepperwind, den habe ich mir da sonst noch gegönnt. Moonwind und Spirit. All die lagen drin. Danach habe ich mir die Starcoins gekauft. Hat bis jetzt zumindest ziemlich gut gereicht. Also ist interessant. Der Sandmann, die gleiche Person. Das erklärt alles. Jetzt wissen wir, in welche Tragödie Justin involviert ist. Er ist also nicht sein Großvater besuchen, sondern wird von Darkcore gefangen gehalten. Und eine Gehirnwäsche untersucht. Und jetzt wissen wir auch, warum sich die Baroness so komisch verhalten hat. Sie war mit diesem Schleimbolzen von Herrn Sands verheiratet. Ich verstehe, dass sie das für sich behalten will. Herr Sands, okay, hab ich jetzt. Super, 35. Also ich bin Level 10 und ja, ich weiß auch nicht, ich will schnell Levelaufstieg haben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach Bock drauf. Während du unten im Dorf warst, sind die Baroness und Godfrey angetroffen. Lass uns sehen, was die Baroness zu allem dem sagt. Ja, wieder 35. Nein, nicht weg. Nicht weg. Anna? Ich glaube, sie heißt Anna. Ja, okay, ist verpissig. Ja, du Baroness, ich habe da einen Hannoveraner, so wie du. Mann, das ist so peinlich. Ich werde natürlich alles erklären. Die Art, wie ich mich verhalten habe, ist. Also, das war nicht im Krieg, wie sich eine erwachsene Frau in meiner Position verhalten sollte. Ich kann nur den ganzen Stress dafür verantwortlich machen. Denn in der letzten Zeit, wie der GED hat, wie sie damit gedroht haben, die Insel und den Weingarten zu zerstören, der durch den Winter schon genug gelitten hat. Ich bin zu alt für so etwas. Das muss es gewesen sein. Es hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Lass mich erzählen, was passiert ist. Okay, super. Aber wenn selbst dann bräuchten wir hier eine neue Baroness. Ich frage mich nicht warum, aber ich habe nur das Gefühl. Ich finde diese Geschichte so gut von den Pferden. Hallo, Godfrey. Eines Tages, das Wetter war wirklich schlecht, holte ich Linda von ihrer Arbeit in den Ställen ab und ließ sie ins Schloss kommen. Sie sollte den Dachboden aufräumen. Tja, das war ein Fehler. Offenbar lag irgendwo ein altes Hochzeitsfoto herum. Und mir und meinem ehemaligen Mann, Herr Sandmann, entschuldige bitte, aber der Name kommt mir immer noch schwer über die Lippen. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihn auszusprechen. Jedenfalls erkannte Linda meinen Mann als Herrn, nun als diesen Mann eben. Sie stellte mich am nächsten Tag zur Rede und ich geriet in Panik. Das sollte doch niemand herausfinden. Es hat den Ruf dieser Familie zerstört, der über hunderte von Jahren aufgebaut worden war. Ich befahl Godfrey, er solle Linda im Schloss einsperren, damit sie es niemandem erzählen konnte. Und außerdem, dieser schreckliche Sands, ja, ich habe seinen Namen ausgesprochen, scheint
unserer ersten Begegnung vor über 50 Jahren kein Tag gealtert zu sein. Es ist eine lange und leidenvolle Geschichte. Ich bin noch nicht bereit, sie vollständig zu erzählen, aber du hast schon selbst so viel herausgefunden. Ich schulde dir weitere Informationen. Mein erster Mann war nicht so, wie ich ihn mir bei unserer Heirat vorgestellt hatte. Er war gefährlich. Ich glaube, wir haben da nicht so viel Information. Als ich von ihm schwanger war, verließ ich ihn. Ich hielt die Schwangerschaft geheim und gab das Kind nach der Geburt zur Adoption frei. Dieser schreckliche Mann sollte es niemals finden. Ich habe es alles getan, was in meiner Macht stand, um meine erste Ehe in der Vergessenheit versinken zu lassen. Mein Kind sollte niemals erfahren, was für einen bösen Vater es hatte. Ist ein unglaublicher Skandal, aber es ist wahrscheinlich das Beste, wenn diese Schatten der Vergangenheit ans Licht kommen. Ich werde euch Mädels mehr erzählen. Vielleicht können wir uns zusammen etwas überlegen. Die Baroness hat noch etwas zu sagen. Okay, meine Stimme ist schon im Arsch, aber ich denke, mach noch ein bisschen. Aber erstmal will ich mir kurz die Ohren durchlüften. Der ist halt ein bisschen unangenehm. Es ist mir so peinlich, wirklich. Und immer noch gibt es da etwas, was mich verängstigt. Wenn ich an die Sabine denke. Sie hat eine Art Macht über mich, glaube ich. Wenn es so etwas wie das Verdunkeln der Seele anderer gibt, dann würde ich sagen, dass das ist, was sie mit mir gemacht hat. Mein Kopf hat sich anders angefühlt, leichter, seitdem sie weg ist. Thomas Moll. Hä? Aha, ich habe ihn aktualisiert. Malen Chance du mit seinem Personal sagt. Ja. Ja, okay, scheiße, würde ich sagen. Ja, ich dachte, die Baroness will mir noch was sagen. Ja, okay, aber... Oh, come on. Ah, die Alex hat da noch was. Das sind Rechtmechanik. Die Baroness ist ein einflussreiche Hilfe. Familie hat den größten Einfluss hier in New York und wir können ihre Hilfe für all die aufkommenden Probleme brauchen. Sie könnte besonders hilfreich auf unserer Suche nach Justin sein, bei dem wir wissen, dass er ihr Enkelsohn ist. Als Gegenleistung für ihre Hilfe erzählen wir niemanden von ihren Geheimnissen. Super, fragt die Baroness, ob ihr eine Abmachung habt. Mache ich einfach und bin ich denn der Postbote oder Postreiterin? Der Postbotin. Wer immer. Oh Mädchen, ich werde alles machen, um es um euch zu helfen. Und ich bin wirklich recht einflussreich. Das lasst euch gesagt. Ja, Eigenlob stinkt auch nicht. Oh, dann ist der Ring und du sollst deine Freundin aus dem Schloss befreien. Gottfried hat den Schlüssel. Ja, super, dann holen wir Lisa ab. Und ich glaube, das hier ist nicht die. Das ist die Hauptquest und nicht die von der Anne von Blissen. Mhm. Natürlich, Jungs, Fräulein. Ich bin sicher, dass die Schlüssel hier irgendwo in einer meiner Taschen haben. Nein, in dieser vielleicht. Nein, warte, wir müssen ihn nicht suchen. Das, da ist ja der Schlüssel. Ich verstecke ihn immer in meinem Schuh. Aber diesmal habe ich es vergessen. Hier hast du. Du und Elf können zusammen zum Schloss reiten, um euren Freund zu befreien. Zur Info ist es eine Sie.
Ich war schon ganz verwirrt, was er gesagt hat. Oh mein Gott, dass das jetzt ging. Das fand ich jetzt schon ein bisschen crazy. Schlechte Idee. Die Alex reitet uns nicht mehr nach. Zur Info, wenn ich dann nach New Hillcrest kann, und ja, ich habe mich halt schon informiert, dann kaufe ich mir sicher gleich einen Isländer. Ohne Frage, das steht fest. Könnt ihr nichts gegen tun. Ich werde es einfach machen. Ob es euch passt oder nicht. Ich suche mir einfach einen aus. Einen, der mir gefällt. Ich habe da schon mal ein paar Bilder gesehen. Und also, nur von denen, die ich gesehen habe, bin ich noch unschlüssig. Firefly, denn wir können so viel erreichen in unserem Leben. Glaube ich. Oder ich hoffe es. Ja, jetzt kommen wir endlich rein. Ach, moin. Linda, freie Linda, Anforderung erfüllt. Licht, ja. Was? Ich bin frei? Ja. Also super. Wo will jetzt Dean hin? Beachtet ihre Retterin, also ihren Retter, und geht lieber zu der Alex oder zu der Maul. Ja. Hallo Linda, wo willst du denn hin? Wie lange habe ich jetzt schon? Ja, okay, ich denke, ich höre jetzt auf und mache das endlich zu. Ja, es geht beim nächsten Mal weiter. Ciao, ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal.